Und zugeschaltet ist uns nun der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP. Guten Tag, Herr Wissing. Willkommen bei Welt. Guten Tag, ich grüße Sie. Ganz Deutschland fragt sich am heutigen Tag, wie sicher sind unsere Flughäfen eigentlich, wenn man einfach so mir nichts, dir nichts aufs Rollfeld gelangen kann? Nun, wir haben es hier mit Kriminalität zu tun und selbstverständlich müssen dann immer auch die Sicherheitskonzepte überprüft werden. Das müssen die Flughafenbetreiber und die Polizei tun, das werden sie auch tun. Und der Bund plant ja auch gesetzliche Regelungen zur Verstärkung der Sicherheit bei kritischen Infrastrukturen. Aber klar ist, das, was die letzte Generation hier betreibt, ist Kriminalität statt Klimaschutz. Aber schauen wir nochmal auf den Sicherheitsaspekt, Herr Wissing. Wer trägt eigentlich Verantwortung dafür? Der Bund, die Länder oder die Flughafenbetreiber? Jeder Flughafen hat ein eigenes Sicherheitskonzept und das wird vor Ort mit der Polizei entsprechend auch durchgesetzt und überwacht. Und wenn es zu solchen Vorfällen kommt, dann muss man, und das findet auch statt, Sicherheitskonzepte immer noch mal neu denken und überprüfen. Aber klar ist auch, wir haben es hier, wie gesagt, mit Kriminalität zu tun. Und selbstverständlich schreitet die Polizei auch sofort ein, wenn die Straftäter entdeckt werden. Sie sagen schon Kriminalität und das sind ja wirklich Millionenkosten, die da heute Morgen entstanden sind. Gecancelte Flüge, umgeleitete Flüge, viele Passagiere, die warten müssen an den Airports, die jetzt vielleicht irgendwie eine andere Route nehmen müssen oder einen Stopover irgendwo anders machen müssen. Kann man denn die Klimaaktivisten für diese Kosten in Millionenhöhe in Haftung nehmen? Sie sind ja dafür verantwortlich. Ja, das muss geprüft werden und auch durchgesetzt werden, wo immer das möglich ist. Denn die müssen spüren, dass die Kosten, die sie verursachen, sie selber hart treffen. Und klar ist auch, dass hier eine vermeintliche Klimaschutzaktion auf dem Rücken von Menschen ausgetragen wird. Familien, die in Urlaub fahren wollen, Kinder, die sich gefreut haben auf die Ferien, denen alles kaputt gemacht wird durch diese sinnlose kriminelle Aktion. Man lässt Menschen leiden ohne Sinn. Und deswegen finde ich das nur eine Tat, die aufs Schärfste zu verurteilen ist. Und es leistet auch einen Bärendienst für den Klimaschutz. Die Akzeptanz für diese Themen wird ja nicht zunehmen, wenn man Menschen um ihren verdienten Urlaub bringt. 50.000 Menschen sind betroffen von dieser kriminellen Aktion. Und es ist ja nicht bei weitem nicht das erste Mal. Und solche Aktionen dienen niemandem, schon gar nicht dem Klimaschutz. Und deswegen muss der Rechtsstaat mit aller Härte gegen diese Kriminellen vorgehen. Herr Wissing, Sie haben es angesprochen zum Beginn des Gesprächs, dass man sich auf politischer Ebene schon mal so Gedanken gemacht hat. Also Sie haben es auch gerade gesagt, das ist nicht der erste Fall, dass man sehr leicht, unbehelligt aufs Flughafengelände kommt. Woran ist denn da gedacht? Können Sie das mal umreißen? Wie will man denn da mehr Sicherheit tatsächlich an die Flughäfen bringen? Sie selber wissen am besten, also zumindest der gemeine Tourist, da ist manchmal eine Zahnpastatube zu viel und Sie müssen sich neu anstellen. Also klar ist natürlich, dass es sich bei Flughäfen immer um besonders große Gelände handelt. Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Die werden umzäunt und das Ganze wird engmaschig überprüft. Und klar ist natürlich auch, dass in dem Moment, wo jemand sich dem Sicherheitsbereich nähert, die Polizei sofort auch einschreiten muss und das tut sie auch. Klar ist aber auch, sie können einen Zaun um einen großen Flughafen nicht so überwachen, dass quasi überall immer ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin steht. Trotzdem müssen die Sicherheitskonzepte überprüft werden. Man muss schauen, ob zusätzliche Überwachungsinstrumente eingesetzt werden müssen. Sicherheit ist am Flughafen extrem wichtig und deswegen ist es auch eine besonders schlimme Straftat, dass man in diese Sicherheitsbereiche vorsätzlich und widerrechtlich eindringt und deswegen muss das hier auch Sanktionen zur Folge haben, die spürbar sind. Hier handelt es sich nicht um Klimaschutz, hier handelt es sich um Kriminalität. Volker Wissing, danke schön für dieses Gespräch und liebe Grüße zum Flughafen nach Berlin. Hoffen wir mal, dass die Sicherheit besser. Ja, ich danke Ihnen sehr.